Meine liebe Hannelore, seit ein paar Tagen bin ich nun wieder auf dem Weg zur Front. Ich denke immer noch an unsere schönen Stunden, als du mich zu Hause besucht hast. Wir hatten so wenig Zeit, doch sie war umso kostbarer. Ich werde an dich denken und wissen, dass ich nicht allein bin. Ich hoffe sehr, dich bald wiederzusehen. In Gedanken halte ich dich in meinen Armen. Das wird mein Trost sein, in dem, was alles noch vor uns liegt. Ziegler, geben Sie der Division durch. Weiterhin keine Aktion der Russen. Jawohl. Herr Hauptmann, Unteroffizier Degen als Ersatz der 2. Kompanie des 1. Regiments der 78. eingetroffen. Ich kann meine Einheit nicht finden. Ja, das ist kein Wunder. Da gibt's nicht mehr viel zu finden. Ihre Einheit ist komplett aufgerieben worden. Die Reste der Division wurden unserer Einheit unterstellt. Sie sind jetzt erstmal unter mein Kommando. Melden Sie sich unten am Graben und helfen Sie beim Stellungsausbau. Wegtreten. Jawohl. Wie sieht's eigentlich mit der Feldpost aus? Ist da schon was durchgekommen? Also bei mir nicht, ich frag noch. Na gut für die Männer, die warten schon drauf. Vierter Zug? Hier. Yep. Ich soll mich bei dir melden. Pflanz dich. Auch schon ein bisschen länger dabei, ja? Seit 41. Mein Orscher hat's mich erwischt. Da hast du ja hier die ganze Scheiße verpasst. Der Russe hat es ganz schön zugesetzt. Aber jetzt ist Ruhe. Das Geballer da hinten? Das sind die Polacken. Die proben in Warschau einen Aufstand. Ja, und der Russe schaut zu. Aber die kriegen wir auch noch klein. Und ihr, sonnt euch? Und die Kameraden haben gestern Abend den ganzen Schnaps alleine ausgesoffen, oder was? Die Bewährungssoldaten. Die sind irgendwo ausgebüxt. Sollen die doch die Scheiße machen. Egen? Egen! Das gibt's doch nicht. Da kommen fast die Tränen, was? Wir dachten, du wärst gefallen. Krüger hat mich rausgeholt. Aber da hat nicht viel gefehlt. Das gibt es doch nicht. Ich wünschte, die anderen könnten dich noch mal sehen. Wo ist der Rest eigentlich? Und was machst du hier? Wir wurden eingekesselt. Ich musste das in dir liegen lassen. Danach haben mich die Kettenhunde hier reingesteckt. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Keine Chance. Sie meinten, ich müsste mich bewähren. Seitdem verlegen wir Minen und schaufeln Gräben. Aber hier kommen wir bald an die Front. Das gibt's doch nicht. Degen, Feldwebel. Ich glaube, ich sehe Gespenster. Degen. Tut gut, sie zu sehen. Ich habe ja schon gehört, dass noch welche von 78. hier sein sollen. Aber dass genau ihr beide das seid. Treffeinheit, antreten! Ich muss. Sagen Sie Feldmann und Jansen, dass es mir gut geht. Ja, das mache ich. Wir sehen uns bald wieder. Ich komme zu euch zurück. Ach. Die hat mir Feldmann zugesteckt. Meine alte Uhr. Dass ich die noch mal wiedersehe. Ich habe gut auf sie aufgepasst. Nimm du sie. Gib sie mir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wie lange bleiben wir eigentlich noch hier? Nur heute Nacht.
Hier lauern überall polnische Partisanen. Aber tagsüber ist es zumindest einigermaßen sicher. Dass unsere ganze Division aufgerieben wurde. Hm. Wenigstens geht's Feldmann und Jansen soweit gut. Krüger? Wie kann's eigentlich sein, dass ihr nichts von Krüger gehört habt? Du, das kann 1000 Gründe haben. Vielleicht saß er einfach im falschen Zug. Die Partisanen machen sich ständig hier an den Gleisen zu schaffen, verstellen irgendwelche Weichen oder sprengen gleich die ganze Schiene. Bis vor ein paar Tagen herrscht hier auch noch das reinste Chaos. Wir haben nichts reinbekommen. Verstärkung oder gar Nachschub. Kowalski? Armer Krüger. Ich hoffe, ich finde euch alle gesund und munter wieder. Feldmann, Ilgen, Jansen und auch dich, Krüger. Wenn sich da nicht einer bewährt hat,